sind rassistischer oder Deutsche hier? Die Ausländer sind auch Rassisten. Alle wissen schon, die Deutschen sind Rassist. Aber jetzt Rassisten gibt es mehr bei den Ausländern als die Deutschen. Wie die Araber in Deutschland sind mehr Rassismus als wie die. Grundsätzlich. Ich glaube, es ist größer als die Deutsche. Also ich lebe in Deutschland seit 20 Jahren und ich habe bisher nie einmal von Deutschen diskriminiert. Eher von Ausländern wie ich. Die Deutschen sollen vielleicht ein bisschen lernen, stolz zu sein, dass sie Deutsche sind. Nationalstolz hat gar nicht mit Nazis zu tun. Mir ist Berlin zu offen mittlerweile. Ja. So, ich habe ja ein Jahr FSJ in der Schule gemacht und schon im kleinen Alter merkt man schon so, dass die Ausländer mit den Ausländern chillen und immer die Deutschen ein bisschen ausgrenzen und so, weißt du? Oder ich habe es auch selber bei mir gemerkt damals, ich war auch ein bisschen anders, ich war auch immer so mich über Deutsche lustig gemacht und so und den einen oder anderen Spruch. Also ich finde schon, dass es keine Diskriminierung gegen Deutschen gibt, gar keine gibt. Gibt's nicht. Also ich glaube nicht daran, zumindest wenn jemand sagt, es gibt. Denken die Ausländer. Sag ich es mal so dazu. Wir Ausländer, ja. Auch lustig, wa? Das ist, dass die Deutschen in Deutschland ausgegrenzt werden. Immer zu sagen, das ist alles nur Nazi und so, das ist irgendwie, ist das jetzt auch ein bisschen langweilig geworden. Immer über Nazi und so. Ich bin kein Deutscher. Besonders hier auch in Berlin teilweise, würde ich echt schätzen. Was bedeutet Alman? Also es wird meistens mit was Negativem assoziiert, ja. Hast du ja. Früher es gesagt? Ja, früher. Du kleine Rassist. Eine Frage. Darf ich Ihnen etwas fragen? Ja. Denkst du, in Deutschland gibt es Diskriminierung? Oder? Gibt überall in der Welt, nicht nur in Deutschland. Das heißt, hast du das selber mitgespürt zum Beispiel? Ja, nicht nur in Deutschland, es gibt überall. Deutschland ist. Denkst du, Ausländer sind rassistischer oder Deutsche? Hier. Die Ausländer sind noch rassister. Die sind noch rassister? Ja. Die Ausländer sind noch rassister. Die, guck mal, weil wir haben zum Beispiel, ne, wenn wir, kennst du diese Stand-up-Comedy und so weiter, die sagen immer, die Deutschen sind Kartoffel oder die sind Alman oder, weißt du das? Das ist ja, alle weiß schon, die Deutschen sind Rassist, aber sie zeigen das nicht, weil sie sind nur zusammen. Nur wenn du da mischen mit Ausländern zu Deutschen mischen, dann findest du die Rassisten. Dann kommen bringen die Rassisten. Aber jetzt Rassisten gibt mehr bei den Ausländern als die Deutschen. Also wirklich. Also, weil es gibt Deutsche, die sagen, unsere Kinder werden in Schule fertig gemacht von Ausländern. Das ist anders. Was gibt in der Schule? Rassismus, das ist anders für Kinder, aber was ist auf der Straße? Mensch zu Mensch, erwachsene Leute, meinte ich, ja? Nee, Ausländer auch sind Rassisten in Deutschland, nicht nur Deutsche. Aber Ausländer mehr? Ausländer mehr als Deutsche. Wirklich. Das heißt, okay, das ist ja aber interessant, zum Beispiel, ne? Weil zum Beispiel die Araber in Deutschland sind mehr Rassismus als die Deutsche, ne? Ja, als die Deutsche. Und wenn du kommst bei den Russen, der ist anders, weil die Russen mischen nicht mit den schwarzen Leuten, aber sind in Afrika. Aber hier, die hassen uns, weißt du? So ist das Welt. Alles ist das Gleiche, Bruder. Ja, aber du sagst ja, Deutsche werden. Ach so, das heißt, Deutsche sind am meisten dann betroffen von Rassismus. Ja, betroffen, ja, meistens bei den Deutschen. Also, und ich weiß nicht auch anders, ob sie diese Stand-up-Comedy sehen. Also, das ist ja diese ganze. Ja. Es geht natürlich immer um Nationalität und so weiter. Und dann, die Kinder haben das in der Hand, die ganze Zeit, TikTok, Instagram und so weiter. Und da wird zum Beispiel als Migrant von, also ein Araber wird das dominant, stabil, also gerade. Und der Deutsche wird das so als so harmlos Schäfchen, so man sagt Alman oder sowas. Also das, die haben so solche Begriffe. Und es gibt Leute, die sagen, es gibt tatsächlich auch eine Diskriminierung gegen die Deutsche. Grundsätzlich. Ich glaube, es ist größer als die Deutsche. Ich glaube, die Deutsche sind, also ich lebe in Deutschland seit 20 Jahren und ich habe bisher nie einmal von Deutschen diskriminiert. Ja? Eher von Ausländern wie ich. Also
dann wo sind die Rassisten? Sie können das sagen, aber wenn ein Deutscher das sagt, der ist ein Nazi. Naja, es ist, die Deutschen sollen vielleicht ein bisschen lernen, stolz zu sein, dass sie Deutsche sind. Nationalstolz hat gar nicht mit Nazis zu tun und dass sie den Mund aufmachen sollen, wenn sie sich schlecht behandelt fühlen. Das sollen die Deutschen lernen. Und ja, die Leute, die sagen, du bist Nazi, dann okay. Die haben sie auch schon als Nazi verschrieben. Ja. Bei Ihnen auch? Nein, bei mir. Bei dir? Ja, bei mir. Wow. Ja. Also ist das, man behandelt doch jetzt, das ist auch eine Art Diskriminierung, oder? Ja, sicher. Diskriminieren, natürlich. Nein. Und darüber, also, dann ist es die Frage, ob du jetzt Berlin, zu links, also ich... Mir ist Berlin zu offen mittlerweile. Ja. Ja, wirklich. Wir waren jetzt gerade in Kopenhagen, wir waren in Stockholm, wir waren in verschiedenen Städten, Polen. Und das Erste, was auffällt, die Straßen sind super sauber, es ist alles gepflegt, die Leute benehmen sich vernünftig, es war schweineteuer. Wir sind zurückgekommen und kommen am Südkreuz an und man fällt von einer Automatte in die nächste. Also die Leute, die da rumgelaufen sind... es war einfach furchtbar. Es war nur noch Müll auf dem Boden, man wird angerempelt, die Leute pöbeln rum. Das sind meistens nicht offensichtlich Deutsche. Ich glaube, da müssen wir gehen. Ich finde, dass die Leute, die hierher kommen, ich bin auch Ausländer. Darf ich sagen, von wo? Ich komme aus Kuba. Ah. Aber ich glaube, das Problem, dass die meisten Ausländer, die keinen Respekt von Deutschland haben, haben keinen Respekt für Demokratie. Und die haben so viele Jahre und kriegen von den Eltern übermittelt, dass unter Diktatur oder unter Diktatoren oder egal was leben müssen. Und deswegen respektieren die Demokratie nicht. Und können mit Freiheit. Und die lachen darüber, ob wir Gesetze haben oder nicht. Der Deutsche wird das der so als Kartoffel-Alman, so weißt du? Ja, so prototypisch, weiß es so. Richtig, ja. Aber der, also zum Beispiel der Araber, also stabiler, fast gewalttätig oder so Baba, weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann, es gibt dann Deutsche, die sagen, das ist eine kulturelle Dominanz. Ja. Stimmt das, es gibt eine Diskriminierung? Ja, schon. Ich merke es, ich habe ja ein Jahr FSJ in der Schule gemacht und schon im kleinen Alter merkt man schon so, dass die Ausländer mit den Ausländern chillen und immer die Deutschen ein bisschen ausgrenzen und so, weißt du? Mhm. Oder ich habe es auch selber bei mir gemerkt damals, ich war auch ein bisschen anders, ich habe auch immer so mich über Deutsche lustig gemacht und so und den einen oder anderen Spruch, aber jetzt mittlerweile bin ich mir mehr Deutsch als Ausländer, sei ich ehrlich, also es ist schon krass. Ja, aber es ist wirklich so, gerade in Berlin. Also kann das der Grund sein, warum hier immer mehr Leute nach rechte Parteien wählen so? Ja, 100%. Also man merkt das schon bei der AfD, in anderen Bundesländern haben die ja so schon sehr viele Stimmen abbekommen und es wird mich nicht wundern, wenn es in Berlin auch immer mehr wird. Also die Frage war ja, mehr als Deutschen oder mehr als... Also ich finde schon, dass es keine Diskriminierung gegen Deutschen gibt, gar keine gibt. Mhm. Gibt's nicht. Also ich glaube nicht daran, zumindest wenn jemand sagt, es gibt. Ich habe nur eine kurze Frage. Denkst du, weil es ist ja verschiedene Nationalitäten haben Rassismus, denkst du, die Deutschen sind rassistischer oder Araber oder also... Ehrlich gesagt? Ja. Alle. Aber es gibt ja auch Nazis. Mhm. Ne? Mhm. Aber um ehrlich zu sein, jetzt, in der heutigen Zeit, kann ich die Antwort und will ich auch irgendwie nicht beantworten, weil ich... denke, wir Ausländer, ja. Sag ich es mal so dazu. Wir Ausländer, ja. Das ist eigentlich schon... ich weiß. Ist ein Widerspruch, also irgendwie, ne? Das ist ja... Es ist kein Widerspruch. Das ist Tatsache. Wir haben jetzt zum Beispiel eine andere Dynamik, ne? Die haben, die Migranten haben eine... Man redet über kulturelle Dominanz. Das heißt, die haben so diese starke, keine Ahnung, Sachen, was die mitbekommen. Von der Familie oder sowas. Und dann, wir sehen das tatsächlich, dass wenn eine Schule 20, 30 zum Beispiel Migrantenkinder sind und zwei Deutsche, dass die werden ausgegrenzt. Also, auch lustig, oder? Das ist, dass die Deutschen in Deutschland ausgegrenzt werden. Und wenn man da was sagt als Deutsche, dann ist man direkt ein Nazi. Aber, ja, aber das funktioniert jetzt, glaube ich. Und nicht mehr immer zu sagen, das ist alles nur Nazi und so. Irgendwie ist das jetzt auch ein bisschen langweilig geworden. Immer über Nazi und so. Im Grunde genommen, weiß ich nicht,
immer wenn was nicht passt, dann sind es immer Nazis. Das ist auch ein bisschen einfach gesagt, ja. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, die beleidigen uns. Also deutsche Kinder werden beleidigt als Schäfchen, als so Kartoffel, so irgendwie harmlos, ja, Opfer. Ja. Ich meine, das ist ja auch Diskriminierung, oder nicht? Naja, klar. Aber die Sache ist natürlich auch die, also als Beispiel jetzt, ich habe einen bosnischen Freund und der sagt immer zu mir, wenn er mit mir telefoniert und er muss, wenn seine Frau oder so oder jemand von der Familie reinkommt, dann muss er Schluss machen, auflegen. Ich soll mich denn nicht wundern. Ich sage, warum soll ich mich denn da nicht wundern? Ja, weil die das komisch finden, dass er aus Bosnien Kontakt mit Deutschen hat. Und der lebt schon 30 Jahre in Deutschland. Also daran siehst du doch schon, dass hier was verkehrt läuft, ja. Wie die so drauf sind, ja. Also ich kenne alle Sorten aus den 60er Jahren schon, wo die ersten Türken und alle, die kommen, und ich kenne das alles, wie das angefangen hat. Und wie ihr sagt, jetzt ist ein bisschen übertrieben alles. Und ihr sagt, sie sollen sich einfach anpassen. Und wenn was nicht funktioniert, dann muss man drüber sprechen. Und mehr kann man dazu im Grunde genommen nicht sagen. Also es gibt auch, guck mal, wir hören auch Sachen. Das zum Beispiel von dieser Stand-Up-Comedies und so weiter, ne? Von was? Von dieser Stand-Up-Comedies. Also ja. Die sagen, die Deutschen sind Almans, die sind Schäfchen und so weiter. Ich bin kein Deutscher. Denkst du, gegenüber den Deutschen, gibt es auch eine Diskriminierung gegenüber die Deutschen? Ja, safe, klar. Also, in Neukölln oder so. Denkst du das auch? Ja, doch, bestimmt. Besonders hier auch in Berlin teilweise, würde ich echt schätzen. Das heißt, also wenn du Alman gehörst, ist es... Was bedeutet Alman? Also ich höre das immer wieder, aber ist was Negatives, oder? Also es wird meistens mit was Negativem assoziiert, ja, aber ich weiß nicht, also ich sag's halt schon lange nicht mehr, so deswegen. Es wird aber meistens negativ benutzt im Kontext. Du sagst es nicht lange nicht mehr, also ja. Du hast gesagt. Ja, früher, aber mittlerweile nicht mehr. Du kleine Rassist. Ey, ich wurde auch rassistisch schon beleidigt, alles gut. Ah, okay, das ist super. Nein, ich mach's aber meistens so als Spaß unter Freunden, aber mittlerweile halt auch gar nicht mehr, weil... Es ist doch zu abwertend, irgendwie so in meinen Augen. Super, alles klar. Super, vielen Dank für deine Ihre Meinung, ne? Ja, hau rein, schöne Abend euch, ne? Ciao, ciao. Tschüss.